Wir kommen zum vorläufig letzten Tagesordnungspunkt. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, mit Tagesordnungspunkt 10, dritte Lesung, dringlicher Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung, 20-137 und 20-1375. Vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Berichterstatterin ist die Kollegin Elke Barth. Bitte schön, Frau Barth. Ja, ich lese die beiden Beschlussempfehlungen vor zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD. Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnraumschutzgesetz, Drucksache 20-1184 zu Drucksache 20-170. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen SPD und DIE LINKE. Und gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt 10, Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zum dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum, Drucksache 20-1186 zu Drucksache 20-238. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den dringlichen Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen DIE LINKE bei Enthaltung SPD. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Ich glaube, Sie wären dann auch die erste Rednerin, oder? Jawohl. Dann würde ich Ihnen auch gleich dazu für 5 Minuten das Wort erteilen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Überall steht es zu lesen: Mieten werden immer schwerer bezahlbar. Jeden Monat neue Studien, in denen vorgerechnet wird, dass für Durchschnittsverdiener die Mieten in Frankfurt, in Darmstadt, in Wiesbaden, im gesamten Rhein-Main-Gebiet nicht mehr bezahlbar sind. Singles müssen nach der neuesten Studie des Frankfurter Immobilien- und Beratungsunternehmens Immokonzept 2.000 € netto verdienen, um sich in Frankfurt eine Wohnung mit etwa 40-50 Quadratmetern leisten zu können, in angesagten Stadtteilen sogar bis zu 3.000 € netto. Dabei lag das Durchschnittseinkommen 2017 in Frankfurt gerade einmal bei 1.845 €. Aber wir kennen die Zahlen ja alle. Uns unterscheiden aber die Wege, mit denen wir die Situation angehen wollen. Alle wollen wir bauen, bauen, bauen. Das ist Konsens. Was uns hier allerdings unterscheidet, wenn es konkret wird, meine Damen und Herren, und hier spreche ich jetzt vor allem die CDU an, dann kneifen Sie. Bei der angedachten Bebauung zwischen Frankfurt und Oberursel, Sie wissen, wovon ich spreche, die sicher ambitioniert und diskussionswürdig ist, wie viel wir dort bebauen möchten, hat sich die CDU jetzt in der Regionalversammlung Südhessen bereits festgelegt. Sie wollen dort gar nicht bauen. Die Gutachten, die wir beschlossen haben, sind noch nicht einmal ausgewertet. Und trotzdem sagt die CDU nun kategorisch Nein. Wo wollen Sie denn die vielen Wohnungen bauen, die wir hier brauchen? Herr Banzer, das Minus, was Sie hierfür in der Sonntags-FAZ vom vergangenen Sonntag kassiert haben, das haben Sie wirklich so etwas von verdient. Stattdessen wollen Sie den Menschen jetzt vorschreiben, wo sie wohnen sollen, nämlich im Frankfurter Bogen. Dazu gehört z.B. die Gemeinde Zwingenberg an der Bergstraße, 7.000 Einwohner. Nicht gerade zentral, aber man ist in einer halben Stunde am Hauptbahnhof, also 29 Minuten, also Frankfurter Bogen. Was nutzt mir das aber, Herr Staatsminister Al-Wazir, wenn ich gar nicht in Frankfurt arbeite, sondern in Neu-Isenburg? Ich begrüße Ihren Ansatz, die Region weiterzudenken, aber die alleinige Fokussierung
auf die 30 Minuten ÖPNV zum Hauptbahnhof, unabhängig davon, wo die Menschen arbeiten, ob sie überhaupt noch arbeiten oder nicht etwa einfach im Alter dort wohnen wollen, wo sie zu Fuß, zum Arzt oder zu Kulturangeboten kommen können, einfach Infrastruktur vorfinden. Diese alleinige Fokussierung auf die 30 Minuten ist falsch, und daher wird Ihr Vorstoß inklusive professionell gestalteter Homepage, Logo und netten Veranstaltungen für die Bürgermeister zu Recht als Marketing-Gag bezeichnet. In der Hessenschau wurde Ihr Parteikollege Horst Burkhardt, der Bürgermeister von Friedrichsdorf, ja dann als Präzedenzfall vorgestellt mit seiner Ökosiedlung. Da funktioniert er sogar schon, der Frankfurter Bogen, konnte man sehen, da wird gebaut. Was allerdings nicht berichtet wurde, ist, dass die Ökosiedlung schon geplant wurde. Da waren Sie, Herr Minister, noch mit uns gemeinsam in der Opposition. So etwas nennt man wohl Potemkinsche Dörfer. Deshalb. Das ist ja nur Kulisse und da wird gebaut. Ja, das ist nur Kulisse, ja klar. Jomkin hat Kulisse gestellt. Darf ich jetzt weiterreden, bei allem Respekt? Deshalb, meine Damen und Herren, ist der Schutz des Bestands, und dazu gehört das Zweckentfremdungsgesetz als wichtiges Instrument, was andernorts in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin auch erfolgreich genutzt wird, neben allen Neubaumaßnahmen und Infrastrukturen ebenso wichtig dazu. Ich beende meine Rede mit einem Zitat aus einem Kommentar der Frankfurter Rundschau vom gestrigen Tage unter der Überschrift »Nichts als Wucher«. Überall in der Stadt entstehen superteure Hochhauswohnungen, Mikroapartments, neue Hotels statt normaler Wohnungen für Familien. So wichtig es ist, diese Entwicklung zu stoppen, hohe Quoten für geförderten Wohnraum endlich konsequent durchzusetzen, so wichtig ist es, den Bestand zu schützen. Doch weil sich die schwarz-grüne Mehrheit im Landtag, das ist alles Zitat, hartnäckig sträubt, wieder ein Zweckentfremdungsverbot einzuführen, kann die Stadt etwa gegen das Leerstehenlassen von Wohnungen aus spekulativen Gründen bislang nicht vorgehen. Lange hat man auch in Frankfurt geglaubt, der Wohnungsmarkt werde sich schon selbst regulieren. Es wird Zeit, dass auch die Landespolitik endlich umdenkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Barth. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Abg. Schalauske. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anhörung zu den Gesetzentwürfen von Linken und SPD hat gezeigt, Leerstand und Zweckentfremdung sind im Ballungsraum Rhein-Main ein gravierendes Problem. So sahen es die Mieterinitiativen, die Frankfurter Ortsbeiräte, die Wohnungsämter in Frankfurt und Wiesbaden. Andere Auffassungen vertraten vor allem die Vertreter der Immobilienwirtschaft. Letzteres kann ich mir auch gut erklären. Und obwohl die hessischen Grünen die Forderung nach einem Zweckentfremdungsverbot im Landtagswahlprogramm hatten, die Frankfurter Grünenbasis ein solches Gesetz fordert, stellt sich der grüne Minister und seine Landtagsfraktion an die Seite der Immobilienlobby und lehnen dieses Gesetz ab. Diese Haltung der Grünen, die ist nicht nur bedauerlich, sie schadet den hessischen Mieterinnen und Mietern. Ändern Sie Ihre Haltung, hören Sie auf Ihre Basis und stimmen Sie unserem Gesetz und dem Gesetz der SPD zu. In der Anhörung wurde die Argumentation der Regierung, die sie immer wieder wiederholt, Leerstand sei zahlenmäßig nicht relevant, eindeutig widerlegt. Eine sachgemäße Definition des Leerstandsbegriffs, nämlich eine, die Sockelleerstand, strukturellen Leerstand und Schrottimmobilien beinhaltet, würde die Diskussion hier im Parlament auch endlich auf eine angemessenere Grundlage stellen.
In der Anhörung wurde auch auf die Notwendigkeit der Bestandssicherung hingewiesen, weil Neubau eben Zeit braucht. Weil es viele Diskussionen und Probleme gibt, müssen wir die Mieterinnen und Mieter eben auch im Bestand schützen. Und anders als in Bayern, Berlin und Hamburg fehlt den hessischen Kommunen seit der Aufhebung des bisherigen Gesetzes vor über 10 Jahren heute ein geeignetes Instrument, um gegen mitunter auch spekulativen Leerstand vorzugehen. Unser Gesetzentwurf, und das muss sich ändern, unser Gesetzentwurf ermöglicht es, Sanktionen anzudrohen, Bußgelder zu verhängen, wenn Eigentümer nicht ihrer Pflicht nachkommen, denn Eigentum verpflichtet, frei werdenden Wohnraum möglichst schnell wieder zu vermieten, sondern ihn zu Spekulationszwecken unbewohnt lassen, ihn in Gewerberaum umwandeln oder gar abreißen. Diese Zweckentfremdung, die wollen wir nicht, und deswegen braucht es Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Geschieht trotz Sanktionen oder Bußgelder nichts, müssen Kommunen im letzten Schritt auch die Möglichkeit haben, das Gebäude oder die Wohnung zu beschlagnahmen, einen Treuhänder einzusetzen, welcher die freie Wohnung an die Stelle des Eigentümers auch bewirtschaftet, zum Wohle der Mieterinnen und Mieter. Wir haben einzelne Positionen, die Definition von Leerstand, positive Erfahrungen der Stadt München mit dem bayerischen Gesetz bereits ausführlich in der vergangenen Plenar- und Ausschusssitzung debattiert. Leider hat Schwarz-Grün sich ein bisschen, wie soll ich sagen, faktenresistent erwiesen, hat die Anregungen der Aufhörung nicht so richtig aufgenommen. Wir allerdings haben ein paar der Hinweise in unserem Gesetzentwurf aufgenommen, deswegen auch die dritte Lesung. Wir wollen in erster Linie die Regelungen zur Bereitstellung des Ersatzwohnraums verschärfen. Wenn günstiger Wohnraum zweckentfremdet ist, wird, dann soll durch den Eigentümer nicht mehr nur quantitativ mehr Wohnraum neu geschaffen werden, wie zweckentfremdet wurde, sondern dieser muss dann auch die gleiche Miethöhe haben und im gleichen Stadtgebiet geschaffen werden wie jener, der zweckentfremdet wurde. Sonst ist nämlich der Verdrängung der aktuellen Mieter Tür und Tor geöffnet, und es kommt genau zu dem Problem, das wir bekämpfen wollen. Deswegen diese Änderung, deswegen diese Verschärfung, und vielen Dank auch für diese Anregung. Ein Gesetz gegen Wohnraumzweckentfremdung und Leerstand, das wird ja seit den 70er Jahren schon erfolgreich angewandt, auch in München. Und die Änderungen, die wir vorschlagen, die sind auch Grundlage der Erfahrungen, die mit diesem Gesetz gemacht wurden. Leider hat die bisherige Debatte um das Gesetz veranschaulicht in der Wohnungspolitik von Schwarz-Grün. Die Wohnungspolitik von Schwarz-Grün, die bedeutet, sich eben nicht intensiv mit den Realitäten und Bedürfnissen der von Wohnungsnot betroffenen Bevölkerung auseinanderzusetzen. Schwarz-Grün setzt da eher auf Wohnungsmarktpolitik, auf Reden mit den sogenannten Playern auf dem Markt. Und dafür spricht leider auch, dass der Staatsminister sich auf der Immobilienmesse Expo Real bei Vertretern von Banken über ein mögliches Platzen der Immobilienblase informierte und scheinbar denkt, wenn die Banken und die Immobilienwirtschaft sagen, das ist schon alles in Ordnung, dann würde auch noch wohnungspolitisch alles rundlaufen. Mir wäre ein Wohnungsminister lieber, der das Gespräch mit den Mieterinnen und Mietern, mit Mieterschutzanwälten und mit den Betroffenen sucht, statt sich auf der Messe von den Banken zu informieren. Herr Kollege, die Redezeit ist um. Deswegen komme ich zum letzten Satz. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Schützen Sie die Mieter vor Leerstand, vor Verdrängung, und schaffen Sie ein geeignetes Instrument für die Kommunen im Sinne der Mieter. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abg. Dimitri Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren! Sie bringen mit viel Vorspann einen Gesetzentwurf ein, das für eine Entspannung der Mieteskalation auf dem Wohnungsmarkt sorgen soll. Ihre Vorlage betrachtet diese komplexe Problematik sehr einseitig. Sie schlagen alle Wahrnehmungen und Bedenken der Fachleute systematisch zurück. Sie holen Experten aus München, die ihre Vorschläge untermauern sollen. Um die Unzulänglichkeit Ihres Antrags unter Beweis zu stellen, brauchen wir nur nach Frankfurt zu schauen. Ich halte hier in der Hand einen Bericht der Frankfurter Neuen
Presse vom 25.10.2019. In diesem Bericht geht es um einen Wohnkomplex in Frankfurthausen. In dieser Wohngemeinschaft ist geplant, Studenten und Flüchtlingen oder, wie Sie zu sagen pflegen, Geflüchtete unterzubringen. Eine massivere Zweckentfremdung hat es in diesem Land noch nie gegeben. Es sollen in einem für Studenten günstig gelegenen Wohnkomplex Flüchtlinge untergebracht werden, mit der scheinheiligen Begründung, den Kontakt zwischen Studenten und Flüchtlingen zu erleichtern. Wenn Studenten, die trotz ihres Studiums Nebenjobs und den von ihnen verursachten Suchstress nach einer passenden Wohnung trotzdem Zeit finden und den Wunsch haben, Flüchtlinge kennenzulernen, dann können sie das als ehrenamtliche Flüchtlingshelfer oder einfache Bürger an einem Bahnhof oder Streckenecke tun. Dabei wird durch diese durchdachte Unterbringung von Flüchtlingen in einen als Studentenwohnheim geeigneten Gebäude die Studenten benachteiligt und ja sogar diskriminiert, die verzweifelt eine Bleibe suchen. Ich wiederhole, das ist die massivste Zweckentfremdung des Wohnraumes in unserem Lande. Und damit Sie verstehen, warum wir dagegen sind, erkläre ich Ihnen Folgendes. Ein Student braucht eine Wohnung in der Nähe seiner Hochschule, damit er seine Zeit sinnvoll fürs Lernen und sonstige studentische Aktivitäten nutzen kann. Ein Flüchtling, der weder noch die Sprache beherrscht oder eine geregelte Arbeit nachgeht, hat nicht die Notwendigkeit, in einer Metropole zu leben und eine zusätzliche Belastung auf dem Wohnungsmarkt zu erschaffen. Der Evangelische Verein für Wohnraumhilfe in Frankfurt am Main e.V. schreibt auf dessen Internetseite, Wohnungslosigkeit tastet die Menschenwürde an. Diese Würde wird unter anderem in Frankfurt mit Füßen getreten, indem Studenten ausgebeutet werden, die auf bezahlbare Wohnungen angewiesen sind. Im Gegensatz zu den Flüchtlingen bekommt ein wesentlicher Teil der Studenten keine staatliche Unterstützung, wenn man vom viel zu niedrigen deutschen Kindergeld absieht. Trotzdem müssen diese nun mit den besser gestellten Flüchtlingen um denselben Wohnraum konkurrieren, und das kann nicht sein. Der Investor Solidare stattet seine Wohnungen mit Möbel aus, vermietet diese als möblierte Wohnungen und kann so die hochgejubelte Mietpreisbremse umgehen und ein Vielfaches an Mietzins verlangen. Auf diese Problematik habe nicht nur ich, sondern auch andere Abgeordnetenkollegen im Ausschuss hingewiesen. Sie sehen anhand dieses Beispiels, dass neue Regelungen dazu führen, dass Betroffene legale Wege suchen, um diese zu umgehen. Diese Spirale sorgt für immer weiter steigende Mieten. Da ich voraussetze, dass das nicht Ihr Ansinnen ist, sollten wir unsere Mittel und Anstrengungen für zielführende Projekte einsetzen, wie Stärkung des ländlichen Raumes, Abbau der Bürokratie und Senkung der Baukosten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Heiko Kassikert für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich versuchen, auf das Wesentliche zu begrenzen, weil wir diesen Punkt ja schon mehrfach hier diskutiert haben. Das Thema Zweckentfremdungsverbot ist eine der Maßnahmen, die wir im Zusammenhang mit regulatorischen Vorgaben diskutiert haben, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, dass wir im Ballungsraum die Wohnungsnot etwas dämpfen, etwas lindern, dass wir den Anstieg der Mieten etwas lindern. Und es besteht darüber, auch wenn wir in der dritten Runde diskutieren, ein Dissens, ob das ein Instrument ist, das dazu beiträgt, dass Investoren mehr bauen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, die einzige Möglichkeit, die Wohnungsnot, den Wohnungsmangel zu beheben, ist der Neubau von Wohnungen. Wir sind davon überzeugt, wie gesagt, auch nach der dritten Runde, dass das Zweckentfremdungsgebot kein Verbot, kein geeignetes Mittel ist. Und deshalb werden wir es auch an dieser Stelle wieder ablehnen. Ich will trotzdem die Zeit nutzen,
Es ist nicht meine Art und Weise, aber nach dem, was Sie gerade vorgetragen haben, Herr Schulz, das war so geschmacklos bei Zweckentfremdungsgebot. Bei Zweckentfremdungsverbot, bei dem Thema Zweckentfremdungsverbot darüber zu reden, dass Menschen, die hierher Schutz suchen, die hierher geflüchtet sind, die in Wohnungen selbstverständlich untergebracht werden, davon zu reden, dass sie anderen die Wohnungen wegnehmen und dass das die eigentliche Zweckentfremdung ist, das ist so etwas von geschmacklos. Und es ist schade, dass es so wenige gibt, die heute Abend noch hier sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Nächste Rednerin ist die Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, Heiko Kasseckert, für die letzten Worte. Ich glaube, das war jetzt an der Stelle noch einmal wichtig. Mir ist aber noch einmal wichtig zu sagen, dass wir uns in der Gesamtbetrachtung, in der Gesamtschau ja einig darüber sind, dass wir mehr Wohnungen brauchen, dass wir unsere Städte weiterentwickeln müssen und dass wir vor allen Dingen den Großraum Frankfurt in besonderes Auge nehmen. Und dazu haben wir ja Antworten gegeben, bzw. hat das Ministerium eine Antwort gegeben, den Frankfurter Bogen. Und ich sehe das absolut nicht als Marketingstrategie, und ich verstehe überhaupt nicht, warum man, wenn jemand aktiv Angebote schafft an, ich glaube, 50 Kommunen, die davon profitieren kann, einfach nur von einem Gag redet. Ich finde das respektlos, und es kommt überhaupt nicht der Sache nach. Es geht darum. Es geht darum, Angebote zu schaffen und die Möglichkeit, Flächen zu nutzen, die entlang von Schienensträngen liegen. Und das ist ja die Novität. Nachdem man jahrzehntelang immer an den Asphaltachsen entlang gebaut hat, jetzt ein Alternativangebot zu schaffen, um den Menschen einen direkten Anschluss und die direkte Infrastruktur ohne diesen verlängernden Aspekt von Infrastrukturschaffung, eben um da an der Stelle schneller zu sein. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht doch im Augenblick auch darum, dass wir in diesem Wohnungsmarkt, egal wie man ihn nennt, nicht in die passive Seite reinkommt, sondern dass wir aktiv weitergestalten. Und für diese aktive Weitergestaltung ist es doch notwendig, dass ich eine Abschätzung darüber mache, wie viele regulatorische, temporäre Möglichkeiten ich nutze, um sie in den urbanen Räumen umzusetzen. Und weil heute schon fünfmal, glaube ich, in zwei Reden das Beispiel München gekommen ist, will ich genau darauf eingehen, weil das machen wir ja. Wir geben den Städten, den 31, die auch der Mietbremse unterliegen, eben dem Milieuschutz. Und dadurch haben die Kommunen die Möglichkeit, die Umwandlung in die Umwandlung, die Zweckentfremdung zu verhindern, weil es darum nämlich geht, Airbnb und die Fremdnutzung von Wohnungen zu verhindern. Das ist genau das, was München gemacht hat und wo sie Erfolg gehabt haben und wo auch hessische Städte Erfolg haben können. Das können sie derzeit. Und wenn wir auf dem Wohnungsmarkt aktiv sein wollen, dann gehören zwei Aspekte dazu. Da gehört einmal das Erstellen von Neubauten dazu. Da haben wir ein umfassendes Programm. Ich sage es noch einmal, 2,2 Milliarden €, die nur für sozialen Wohnungsbau, für Belegungsrechte da sein sollen. Das kann man nutzen, wenn man es will. Und es gehört auch dazu, das Verwalten von vorhandenen Wohnungen. Da sind die Partner an unserer Seite, die Nassauische Heim und die vielen kommunalen Wohnungsbauunternehmen, die als Partner für Städte und Gemeinden zur Verfügung stehen. Und die schützen wir einerseits und geben ihnen aber auch klare Handlungsaufgaben wie Kappungsgrenze, wie
Name vergessen, Mietpreisbremse. Diese Dinge sind notwendig. Aber es ist einfach notwendig, dass wir uns diese Bestandhalter weiter an unserer Seite halten, weil wir ohne diese keine aktive Wohnungspolitik betreiben können. Und diese ganzen Aspekte bitte ich Sie auch zu berücksichtigen. Und ich bitte Sie vor allen Dingen um eines. Tun Sie nicht so, als würden Sie mit dem Wohnraumzweckentfremdungsgesetz, das wirklich nur einen kleinen Teilaspekt betrachtet in der vielfältigen Wohnungspolitik, tun Sie nicht so, als wäre das ein Allheilmittel. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Nächster Redner ist der Kollege Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Und bevor er das Wort ergreift, möchte ich noch aus aktuellem, du kannst ruhig kommen, aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass bitte im Plenarsaal keine Fotos auch nicht untereinander gemacht werden. Das haben wir so gemeinsam in der Geschäftsordnung vereinbart. Das ist nur dann möglich, wenn man entsprechend eine Genehmigung dafür erhalten hat. Bitte schön, Herr Kollege Lenders. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Zur vorgerückten Stunde. Eigentlich hatte ich ja vor, zum Zweckentfremdungsgesetz jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Aber wenn die Kollegin Barth schon selber das Thema dann auch ein bisschen weitergemacht hat und die Josefstadt ins Gespräch gebracht hat, da kann man dann auch schon mal sagen, auch aus liberaler Sicht ist das, was wir an Diskussionen im Moment erleben bei der Josefstadt, aus unserer Sicht arg bedauerlich. Eine pauschale Abfuhr, so wie die CDU das vor Ort da vorangetrieben hat, kann man eigentlich bei einer Partei, die einmal Wirtschaftskompetenz hatte, die wusste, dass wir auch Logistikflächen brauchen, die einmal wusste, dass wir Arbeitskräfte brauchen, die in der Nähe auch beim Arbeitgeber sind. All das, meine Damen und Herren, kann man bei der CDU in der Regionalversammlung nicht mehr sehen. Zu unserem großen Bedauern müssen wir feststellen, dass in wirklich in Bausch und Bogen so pauschal die Idee einer Josefstadt, eines Neubaugebietes in der Regionalversammlung, getrieben von der CDU, dann abgelehnt wird. Meine Damen und Herren, dass dann andere Kräfte auf die Ideen kommen, zu sagen, da kann man ja daran verzweifeln, bis wir mal von neuem ein neues Wohnbaugebiet tatsächlich ausweisen können, dass man dann, wie die SPD, dann nach Interimslösungen sucht, kann man zumindest nachvollziehen. Ich glaube, selbst ein Minister muss sich ab und zu mal da die Haare raufen, wenn er sieht, was da vor Ort alles so diskutiert wird. Aber die Lösungen, die dann da sind, das Zweckentfremdungsgesetz, der Minister selber hat den Frankfurter, ich nenne ihn, bleibt dabei, den Frankfurter Kranz ins Spiel gebracht. Frankfurter Kranz will ich gar nicht despektierlich, aber er ist halt ein bisschen schwer verdaulich. Und die Kollegin Förster-Heldmann hat es ja auch gerade noch einmal dargelegt, dass es da vor allen Dingen darum geht, an den Magistralen der Schienen entlang Neubaugebiete zu erschließen. Ja, meine Damen und Herren, das wird nur alleine nichts nutzen. Also, die Schienenmagistralen mögen interessant sein, aber Menschen, die sich für ein Wohnbaugebiet interessieren, da ist es ein Prä, wenn dort eine Haltestelle für den ÖPNV ist. Das stimmt. Aber trotzdem, wenn dort keine vernünftige Straßenanbindung ist, werden sie sich trotzdem nicht dafür entschließen können, zu solch einem Wohnbaugebiet und dorthin zu ziehen. Und, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, es wird Ihnen auch nichts nutzen. Die Probleme mit dem Frankfurter Kranz sind ja deswegen keine. Sie sind ja immer noch da. Sie sind das ist das mit den Kirschen oben drauf. Diese Kirschenpickerei versucht er ja auch. Meine Damen und Herren, die Projekte kennen wir alle. Da ist nichts Neues dabei. Aber auch die Probleme werden doch nicht angegangen. Solange Sie den Kommunen vor Ort nicht bei den strukturellen Kosten helfen, wenn sie ein Wohnbaugebiet neu ausweisen. Das heißt, nicht nur einen Investitionszuschuss geben, sondern dann, wenn sie einen Kindergarten unterhalten, dann auch einen Schwerpunkt daran legen, dass die Kommunen ja dauerhaft Kosten haben. Wenn sie das nicht ausgleichen, haben die Kommunen vor Ort kein Interesse daran, neue Wohnbaugebiete auszuweisen, meine Damen und Herren. Da nützt auch Ihr Frankfurter Bogen PR-Aktion überhaupt nichts. Meine Damen und Herren, der Minister hat auch andere Baustellen aufgemacht, wie den Supermarktgipfel. Da bin ich ja mal ganz gespannt, wie ein Flitzebogen auf die Ergebnisse. Ich erlebe das gerade in der eigenen Firma, wenn Sie es, wie wir das tatsächlich gemacht haben, wenn Sie mal oben drüber
8 Studentenwohnungen einrichten. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich als Gewerbetreiber sich auf solch einen Weg machen, die Probleme sind vom ersten Tag an da. Parkplatzprobleme, Mieter, die Ihnen auf einmal durch das Lager rennen, Menschen, die Ihnen auf einmal durch Ausstellungsflächen rennen. Die Konflikte sind vorprogrammiert. Dass dort Supermarktbetreiber wenig Interesse daran verspüren, solch einen Weg mit dem Minister zu gehen, kann ich aus der eigenen Erfahrung mittlerweile sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe gesagt, ich gehe aber jeden Weg mit, den Sie versuchen, irgendwo, Herr Boddenberg, dass Sie nur jetzt als Wirtschaftskommissar. Sie sind ja die neue bürgerbewegte Partei da vor Ort. Ne? CDU ist ja die bürgerbewegte Partei. Respekt. Meine Damen und Herren, wäre besser, Sie würden mal nach Lösungen suchen, die auch tatsächlich funktionieren. Lösungen, wie Ihnen Haus und Grund in Ihrem 6-Punkte-Plan vorgelegt haben, Herr Staatsminister Al-Wazir. Haus und Grund hat Ihnen 6-Punkte-Plan vorgelegt, wie man auf einfache und schnelle Art und Weise im Dachgeschossausbau vielleicht wirkliche Kapazitäten heben kann. Es würde Druck nehmen, auch auf die Wohngebiete und gerade auf Frankfurt. Es sind auch große Kapazitäten da. Haus und Grund wartet bis heute von Ihnen auf eine Antwort, wie Sie denn zu diesen Herausforderungen und zu diesen Vorschlägen stehen, die sehr konkret und sehr schnell unbürokratisch neuen Wohnraum schaffen könnten. Meine Damen und Herren, lassen Sie doch einmal solche Dinge konkret diskutieren. Und es wäre mir, fände es wirklich wünschenswert, wenn wir mal etwas weniger Ideologie bei so einer Frage wie der Josefstadt, wenn wir damit weniger Schaum vor dem Mund diskutieren könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Ich darf für die Landesregierung Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde ja auch allgemeine wohnungspolitische Debatten spannend. Aber ich darf einmal erinnern, wir diskutieren gerade über das Gesetz über die Zweckentfremdung. Und ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, ja, spekulativer Leerstand, da, wo es ihn wirklich gibt, der ärgert mich, weil ja, Eigentum verpflichtet. Das ist ausdrücklich richtig. Und hier ist viel über die Erfahrungen aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts geredet worden und die damaligen Notwendigkeiten, was ein Zweckentfremdungsgesetz angeht. Und ja, damals gab es noch viel mehr Druck auf Zweckentfremdung von Wohnraum. Denken Sie an die damaligen Abriss von innerstädtischen Wohnbauten, um Bürohochhäuser beispielsweise hinzustellen. Oder denken Sie daran, wie sehr damals ein Druck auch war, Wohnungen zu Büros zu machen. Das jedenfalls findet so nicht mehr statt. Ich glaube, da können wir uns an dieser Stelle. Im Gegenteil, wir tun alles dafür, den gegenteiligen Weg zu gehen, nämlich dass leerstehende Büros, leerstehende Läden zu Wohnraum umgewidmet werden. Und wir sind auch an dieser Stelle ziemlich erfolgreich. Das Zweite ist die Frage, da, wo es wirklich spekulativen Leerstand geht, ich sage deshalb wirklich spekulativen Leerstand, weil ich habe ja neulich in der Zeitung gelesen, dass der für uns hochgeschätzte ehemalige Kollege Pawlik zu einem Rundgang eingeladen hat, zu einem aus seiner Sicht leerstehenden Haus, und sich dann gewundert hat, dass da Menschen rausgeschaut haben aus dem Fenster, die offensichtlich in dem Haus gewohnt haben. Aber ich sage mal, da, wo es diesen wirklich spekulativen Leerstand gibt, muss man sich immer die Frage stellen, warum gibt es ihn? Und ja, es gibt an bestimmten Stellen Spekulationen, wo Häuser, ich sage jetzt einmal dieses schreckliche Wort, Schritt für Schritt entmietet werden, um sie möglichst komplett leer zu haben, um sie dann einzeln weiterzuverkaufen. An dieser Stelle werden wir den Umwandlungsvorbehalt den Kommunen an die Hand geben, um den wirtschaftlichen Grund für diesen spekulativen Leerstand wegfallen zu lassen. Weil wenn eine Mietwohnung immer eine Mietwohnung bleibt, dann gibt es keinen ökonomischen Grund mehr dafür, sie leer stehen zu lassen. Und deswegen setze ich darauf, dass wir an dieser Stelle den ökonomischen Grund für diesen Teil hinbekommen, dass wir den nicht mehr haben und dass deswegen da, wo es den spekulativen Leerstand wirklich gibt, wir vorankommen. So, und jetzt will ich an dem Punkt einen weiteren Satz sagen. Da, wo es übrigens schon Gesetzesänderungen gab, Stichwort Ferienwohnungen, Herr Staatsminister, Frau Barth hätte eine Zwischenfrage. Lassen Sie die zu.
Also, ich schalte Sie mal frei, Herr Staatsminister. Ja, gut. Sie haben eben angekündigt, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verhindern zu wollen. Ich habe im letzten Wirtschaftsausschuss versucht, dem Staatssekretär die Information zu entlocken, wann denn hierzu das Gesetz oder die Verordnung kommt. Er konnte mir weder Jahr noch Jahreszeit nennen. Können Sie das vielleicht oder wenigstens die Legislaturperiode? Also erstens, wird in dieser Legislaturperiode sein, und zweitens, wir wollen das im nächsten Jahr auf den Weg bringen. Wir überlegen nur über die Frage, wie wir das kongruent machen zu diversen anderen Verordnungslaufzeiten. Sie können sich ja erinnern, dass wir beispielsweise bei Mietpreisbremse, abgesenkter Kappungsgrenze und erhöhter Kündigungssperrfrist die Verordnungen so gemacht haben, dass sie jetzt zeitlich kongruent sind und dass wir sie am Ende auch auf genau immer die gleichen 31 Städte und Gemeinden beziehen. Deswegen versuchen wir, die Verordnungen so zu machen, dass sie möglichst sozusagen kongruent laufen. Und seien Sie versichert, das wird bald kommen. Aber ich sage dazu, man muss es dann auch anwenden vor Ort. Weil ich wollte gerade über die Gesetzesänderung der letzten Legislaturperiode reden, Stichwort Airbnb, Ferienwohnungen. Das hat genau eine Gemeinde gemacht in Hessen, nämlich die Stadt Frankfurt. Keine andere hat von dieser Satzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Und ich finde, keine andere hat von dieser Satzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen geht es mir immer darum, nicht plakative Debatten zu führen, sondern so zu handeln, dass da, wo die Probleme wirklich groß sind, wirklich auch Lösungen angeboten werden, die dann aber auch vor Ort angewendet werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, der mir wichtig ist. Herr Schulz, das ist schon manisch. Ne? Das ist Ihnen schon klar, dass man immer wieder zu den Flüchtlingen kommt. Also ich warte darauf, dass bei der Debatte über die Frage, wie wir den Wald gegen die Trockenheit resistent machen, Sie am Ende auch sagen, die Flüchtlinge sind schuld. Das ist wirklich manisch, und Sie sollten einmal überlegen, ob Sie da an dieser Stelle nicht wirklich auch einmal überlegen, ob das, was Sie da tun, selbst für einen AfDler zu viel ist. Herr Staatsminister, die mit den Fraktionen verarbeitete Redezeit läuft langsam ab. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will aber noch einmal sagen, dass, wenn schon so über alles geredet wurde, Herr Kollege Schalauske, also wenn ich auf der Expo Real mit Vertretern von mittelhessischen Sparkassen, ja, das war jetzt nicht das Großkapital, sondern mit mittelhessischen Sparkassen über die Frage rede, ob wir vielleicht an einer bestimmten Stelle in eine Situation kommen, dass Leute sich mehr verschulden, als eigentlich gut ist, dann finde ich, sollten Sie sich einmal überlegen, ob Ihr Verständnis vom Großkapital irgendwie vielleicht ein bisschen falsch ist. Also, wenn jetzt sogar schon die Sparkassen zum Großkapital gehören, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann müssen wir irgendwann zum Tauschhandel zurückkehren. Tausche, keine Ahnung, zwei Bananen gegen einen Trabikotflügel. Ich weiß es nicht. Also, es ist am Ende, es kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und deswegen noch einmal, ich glaube, ja, aber wirklich, also, wenn man mit mittelhessischen Sparkassen redet, dann zu sagen, man hat sich mit den Banken über die Frage der Immobilien, also bitte, irgendwo, also, ich behaupte, dass selbst Wählerinnen und Wähler der Linkspartei oft Eigentümerinnen und Eigentümer sind und vielleicht ein Darlehen auch bei einer örtlichen Sparkasse aufgenommen haben und dass das noch nicht Teil vom Großkapitalismus ist. Das finde ich, müsste sich mal Gedanken machen. Ansonsten freue ich mich, dass der große Frankfurter Bogen auf so großes Interesse stößt und freue mich dann auf allgemeine weitere wohnungspolitische Debatten. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Das wird so schnell noch nicht sein. Die Landesregierung hat um 2:30 überzogen. Deswegen wachsen Herr Lambrou 5 Minuten Redezeit zu.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich nur kurz zu Wort melden. Wir haben in diesem Hohen Hause sicherlich immer unterschiedliche Meinungen, und jeder hat so seine typischen Themen. Und Herr Schulz hat es sich erlaubt, auch auf einen Aspekt hinzuweisen, der uns vielleicht wichtiger ist als Ihnen. Herr Staatsminister, Sie müssen das nicht gut finden, aber ich muss Ihnen schon ganz klar sagen, wir sollten hier innerhalb von einem gewissen Respekt miteinander umgehen. Und Sie haben jetzt zweimal Herrn Schulz, meinen Kollegen, als mehr oder weniger manisch bezeichnet. Das ist letztendlich eine unkontrollierte, antriebsgesteigerte Phase einer manisch-depressiven Erkrankung. Also, ich fordere Sie auf, respektvoller mit den AfD-Mitgliedern dieses Hauses umzugehen. Wollen wir uns jetzt gegenseitig als krank bezeichnen? Ich finde, das kann man durchaus sogar rügen. Ich fordere hier mehr Respekt für Mitglieder der AfD-Fraktion, Herr Staatsminister. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Schalauske. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, aber nach der Vorrede will ich doch noch einmal darauf hinweisen, dass zumindest ich und meine Fraktion es als eine Zweckentfremdung des Themas Wohnen empfunden haben, dass der Tagesordnungspunkt genutzt wurde, Hass und Hetze gegenüber Menschen, die hier Schutz suchen, zu verbreiten, und Menschen, die auf eine Mietwohnung angewiesen sind, gegeneinander auszuspielen. Das war eine ganz billige Zweckentfremdung des Themas, Herr Lambrou. Jetzt aber zum Wohnungsminister. Wir finden es uneingeschränkt gut, Wir finden es uneingeschränkt gut, wenn Sie mit der Sparkasse reden. Nichts dagegen. Ich glaube, es ist gut, sich mit der Sparkasse darüber. Das Wort hat der Kollege Schalauske und sonst gar niemand. Wenn sich der Wohnungsminister mit den hessischen Sparkassen austauscht, dann ist das sicherlich gut und richtig. Natürlich ist es auch sinnvoll, mit den Sparkassen darüber zu reden, ob wir auf eine Immobilienblase zugehen, wie auch die Sparkassen einen Beitrag dazu leisten können, dass Menschen eine bezahlbare Wohnung haben. Alles gut und richtig. Ich gebe Ihnen aber noch, wenn Sie sich so im regen Austausch mit den Sparkassen bewegen, noch eine Bitte mit auf dem Weg. Wenn Sie schon mit den Sparkassen reden, dann reden Sie doch einmal über die Situation der Mieterinnen und Mieter bei der GWH in Frankfurt oder auch in Marburg und über die Geschäftspolitik der GWH. Das ist ja eine Tochter der Sparkassen, und da liegt so einiges im Argen. Dazu haben Sie sich nur leider bisher noch nie geäußert. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Ende der Aussprache. Ich komme nun zur Abstimmung über die beiden Gesetzentwürfe. Ich lasse zunächst abstimmen den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 20/137. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Das ist die Fraktion von SPD und DIE LINKE. Ist jemand dagegen? Sie fragt das restliche Haus. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ich lasse abstimmen über den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 20/1375. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs ist, bitte ich um das Handzeichen. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU, Freie Demokraten und AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Dinge zu tun. Zunächst einmal will ich mitteilen, dass Frau Dr. Tapesa am 30. November 2019 in den wohlverdienten, man mag es kaum glauben, aber es ist so, in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Das heißt, das ist das letzte Mal, dass Sie mit uns gemeinsam hier in einer Plenarsitzung sind. Es sei denn, Sie kommen uns noch einmal besuchen, dann wären Sie Besucherin, aber so sind Sie ja aktive Teilnehmerin. Vielleicht zwei, drei Sätze. Sie haben in Essen die Grundschule und das Gymnasium absolviert, dann haben Sie Biologie studiert und so weiter und so weiter. Am Ende waren Sie am Bundesamt für Naturschutz und sind dann hier bei uns Staatssekretärin gewesen seit 18. Januar 2014.
Ich glaube, das bestätigen alle. Wir haben Sie als menschlich sehr angenehme und politisch hoch engagierte, sehr kompetente Kollegin wahrgenommen, haben gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Und insoweit bleibt mir zu danken für diese sehr angenehme Zusammenarbeit und Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit für die Zukunft zu wünschen. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Kommt alles, könnt ihr euch nicht verlassen. Das war der wichtigste Punkt. Ein zweiter, auch wichtiger Punkt ist, wie gehen wir mit der Tagesordnung um? Geht alles ins nächste Plenum? Gibt es irgendein Bedürfnis, vielleicht irgendwas in einen Ausschuss zu schieben? Hättet ihr mir schon gesagt, wunderbar, auf euch ist Verlass, in der Tat. Ja, dann sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche alles Gute und einen schönen Restabend.